Am Ostersamstag fährt die Alemannia zum Auswärtsspiel nach Aalen. Zur Vorbereitung darauf gab es unter der Woche ein intensives Torschusstraining mit einem formstarken Lance Mikkels. Der schnelle Angreifer traf im letzten Spiel gleich zweimal und zeigte eine starke Leistung. Gegen den Tabellen-16. Könnte er von Beginn an spielen. Die Aalener gewannen zuletzt gegen den SC Verl und kämpfen um den Klassenerhalt. Ja, eine Mannschaft, die im Tabellenkeller quasi festsitzt oder versucht, aus dem Tabellenkeller rauszukommen, wo es halt um Existenzkampf geht, in der Liga zu bleiben. Wir wissen auch, dass in der Regel diese Mannschaften vor allem in den Rückrundenspielen zum Ende der Saison noch mehr Punkte holen als Mannschaften, die aus dem Mittelfeld agieren oder die schon im gesicherten Mittelfeld sind. Und die Ergebnisse zeigen auch, dass es eine Mannschaft ist, die auch gegen Mannschaften Punkte geholt hat, die im oberen Tabellenregionen zu finden sind. Die haben gegen Rot-Weiß Essen unentschieden gespielt. Die haben jetzt gegen Verl gewonnen. Die haben gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen, wo wir unsere Probleme hatten. Das heißt, schon zwei, drei Spiele hintereinander immer gepunktet haben, dann wieder quasi so einen Leerlauf hatten, aber immer wieder so eine Phase hatten, wo sie in der Lage waren, auch den Gegnern weh zu tun und auch Punkte mitzunehmen. Dennis Dovidat, der Aachener Mittelfeldspieler, trainiert nach seinem Leistenbruch wieder individuell. Für das Spiel im Verse-Stadion ist er aber noch keine Alternative. Währenddessen lobt Trainer Fuad Kilic die Einstellung seiner Jungs. Ist dann auch eine Befriedigung für einen selber, dass man dann auch diese Entwicklung sieht. Und vor allem auch die Spieler oder meine Spieler die Situation so annehmen, wie sie ist. Wir haben das zum Beispiel auch analysiert gegen Rödinghausen. Wir haben nicht wie in der Vergangenheit dann den Gegner durch unnötige Fehlpässe ins Zentrum zu Konteraktionen eingeladen, sondern haben auch, wenn es zu überspielen war, überspielt und versucht dann auch in die Tiefe zu starten und einfach geduldig weiter aufgebaut, den Gegner laufen lassen, müde gespielt, um dann nach und nach im Laufe der 90 Minuten dann die Räume zu bekommen. Und das ist schon sehr gut erkennbar, dass wir halt schon diesen Faden nicht verlieren, nicht nervös werden und vor allem endlich angenommen haben, auch sehen, das bringt Erfolg. Und vor allem mit der Zeit, mit der Geduld, mit diesem Spieltempo und mittlerweile natürlich auch mit der Qualität in der Breite, die wir ja haben, dass wir verstärken können, kommen meiner Meinung nach die Punkte auch zwangsläufig. Seit 6 Spielen sind die Schwarz-Gelben ungeschlagen. Vor allem die letzten Auswärtssiege bei Essen und Viktoria Köln brachten viel Selbstvertrauen. Das wird von den Fans honoriert. Rund 400 reisen am Samstag mit nach Aalen. Wenn ich auch sehe, wie wir mittlerweile auch eine Identifikation mit unseren Fans haben, dass sie das honorieren, dass sie auch sehen, dass da eine Einheit auf dem Platz steht, dass wir diese Nähe auch hergestellt haben, was in den oder vor meiner Amtszeit, vor diesen 1,5 Jahren komplett zerrüttet war. Man glaubt an das Team, man glaubt an die Mannschaft, man sieht, dass sie ehrlich auf dem Platz handelt und das ist fantastisch, dass wir auch diese Einheit mit unseren Fans geschafft haben und das beflügelt unsere Spieler noch mehr. Ne? Das ist ja auch klar, dass sie sehen, dass auch die Rückendeckung da ist, auch wenn mal die eine oder andere Aktion misslingt, wird man trotzdem nach vorne gepusht und weiter vorangetrieben und nicht direkt ausgepfiffen, weil alle wissen, die nächste Aktion wird wieder versucht, wird nochmal alles reingeknallt. Und das ist das Entscheidende für mich.